spannender ist irgendwie, wenn man jetzt so Roboter nachmacht, ob man sowas wie Willen formulieren kann. Sagt der Roboter, er will jetzt neues Öl haben oder geölt. Also so wie ein Kind sagt, ich möchte ein Eis haben. Und dann sagt man zum Roboter, du kriegst kein Eis. Und dann sagt er, ich will aber. Verstehen Sie? Dass man sozusagen Persönlichkeiten baut, die von selbst was wollen. Das sind so die spannenden Sachen. Und da gibt es so Dinge, die man gar nicht so einfach mit Nullen und Einsen beschreiben kann. Also weil wir noch gar nicht verstehen, wie man sowas programmiert. Ja? Also da kommen wir dann an so einen Punkt, dass der Mensch ja ein Bewusstsein hat und einen Willen und Gefühle sehr schnell umspringen kann und so weiter. Wie würde man das in einem Roboter programmieren? Das sind ganz spannende Fragen, weil die sich so ein bisschen diesem normal kodierten entziehen. Also man kann nicht sagen, wenn dann oder wenn das passiert, machst du das und so weiter, sondern man muss das irgendwie von selbst leben lassen. Die Faszination ist eigentlich immer da, wo Informatiker, Mathematiker noch gar keine Idee haben, wie sie das in Nullen und Einsen fassen können.